Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Wir gehen jetzt hier diese Treppe runter. Schneller! Dadurch! Da entlang, schneller! Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Er sieht euch suchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommt. Noch sind da nur die zwei. Geier, steckst du. Oh, Scheiße, Joel. Wie oft hat die das schon gesagt inzwischen? So, jetzt ganz ruhig. Ich habe mal wieder ein bisschen an der Grafik umgespielt. Ja, verdammt, so, jetzt gebe ich dir ordentlich eins in die Fresse. So. Bandagieren. Die haben wir uns doch schon mehr abverlangt, als ich gedacht hatte. Boah. Boah, da kommst du mir gleich hoch. Hier schaut es nicht sehr lecker aus. Das muss man echt sagen. Also, ich habe mal wieder ein bisschen mit der Grafik umgespielt. Wäre schön, wenn ihr mir sagen könntet, ob ihr das gut, schlecht oder was auch immer findet. Wäre mal wieder ganz lieb von euch. Hier gibt es doch sicher irgendwo. Wobei, gerade hier, glaube ich, gibt es eher nicht so viel. Ist die Frage, wir können uns nichts machen. Wir haben aber ein Messer. Und die haben schon vorher gesagt, hoffentlich kommen keine Klicker. Ich hoffe das natürlich auch. Okay. Uns fällt schon das ein. Ich gehe dort erstmal rüber, vielleicht. Oder in den Waggon. Waren das Klicker oder zum Tauchen? Okay. Ich hoffe. Kann wir nicht da nicht hoch? Da drunter. Ellie?
Ich gehe mal ein Stück weiter, eventuell finde ich... Dort vorne ist doch was. Und im Wasser, glaube ich, gibt es keine... keine Tiere oder nichts, was uns angreifen könnte. Was ist das hier? Eine Schmugglernotiz. Schauen wir mal. Ja. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will die QZ-Quarantänezone Boston. Er will in die Quarantänezone Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Station Haltestelle Park Street neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine Quarantänezone-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Wo zum Henke ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Na, zurückgegangen ist er scheinbar nicht. Ich weiß es nicht, da oder da? Hm. Schau da mal rein. Ich hoffe, Stalker und so können nicht schwimmen. Alles mitnehmen? Das hier auch. Firefly-Anhänger. Shit. Ha, Moment, ich würde jetzt gerne noch einmal kurz hier... Oh, Pillen. Sehr schön. Da geht es eventuell sogar weiter, oder? Nee, oder? Na, ich glaube, da ist nur hier der Bonus. Und runter. Ich möchte mich hier noch ein wenig umschauen. Hier ist alles überflutet. Das ist auch echt schlecht. Also jetzt da hoch, dadurch, genau. Und jetzt noch einmal tief Luft holen, Joel, und runter und durch. Eine Sackgasse. Darüber. Eventuell. Da ist etwas. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was wir damit machen sollen. Hier, wir bringen das zu Ellie. Und nein, ich sehe hier auch nicht mehr. Bitte schön. Wirklich? Heilig. Okay, okay. So. Oh, vorsichtig. Ich hab dich. Okay, ich glaube, wir sollten nirgendwo dagegen rattern. Oh, da hinten ist schon was wie Gollum. Ellie, in der... Nee. Setzen wir die erste Mal. Ach Gott, ist diese Steuerung scheiße jetzt. Vor allen Dingen, ich sehe nichts.
Kannst du da hoch? Wie kommen wir jetzt da hoch? Auch über das Brett nehme ich mal an, nicht. Und ist hier unten. Ellie ist sehr hilfreich. So. Und? Wie ist es, Kleine? So, erstmal hier weiter. Er schaut doch sehr bescheiden aus, sag ich mal. Ja, endlich draußen wieder. Wow. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Okay. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, da bestätigt sich meine These. Sie ist ja die ganze Zeit nur in der Stadt und nur nach der Apokalypse aufgewachsen. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. So, hier oben scheint die Stadt zu sein. Oder zumindest ein großer Wassertank, auf dem der Name der Stadt steht. Wahrscheinlich kommen wir da nicht durch, könnte ich mir vorstellen. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drumherum. Hier drüber. Wow, da! Fireflies! Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry, ich musste das einfach tun. Ist verständlich. Also ganz ehrlich, die Sympathie für die Charaktere hat Naughty Dog mal wieder perfekt hingekriegt. Hallo? Nee. Geht nicht. Da auch nicht. Dann wahrscheinlich da entlang. Tja, hier drüben geht's auch nicht.
Ah, hier. Um Lücken zu überbrücken. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie da hochkommen. Ja. Und dann... Das Brett steht oben über, das ist gut. Dann also jetzt hier hoch. Und da hoch. Und jetzt... Oh, ein Stock. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Erfordert eine Klinge, ein Band und eine Nahkampfwaffe. Können wir das jetzt auch craften? Ja. Klinge, Band und Nahkampfwaffe. Ja, mit Klinge und Band werde ich mir eher ein Messer herstellen. So, jetzt nimm das Brett. So, und jetzt da drüber. Also. So. Au, oh, ich dachte, jetzt gehen wir drüber. Ah, verdammt, nochmal. Drüber da. Und jetzt? Bist du das, Bill? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann. Okay, komm. Das machen wir. Hier eine Klinge. Und ein Stein. Ah, ja, wir hätten eine Flasche gehabt. Naja. Flasche ist vielleicht besser für Molotow-Cocktails, aber na, leider bleibt der Ziegel ja nicht ganz, wenn wir ihn werfen. Ja, das kriege ich nicht auf. Komm, da ist noch ein anderer Weg. Wahrscheinlich da unten, aber ich schaue mich hier nochmal gut um. Ich möchte nämlich noch schauen, ob man in diesen das Teil da reinkommt irgendwie. Sieht nicht so aus, ist schon zu alt und zu verrottet. Eventuell da hoch oder? Ne, das ist ja nicht Assassin's Creed. Das wäre jetzt geil, da hoch. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Und... Klicker. Da ist ein Klicker. Shit. Das sind mehrere Klicker. Da drinnen ist einer. Das ist... Ich hasse die Dinger. Ich auch, aber wir hätten nicht einmal... Wir haben keine Lumpen. Und zu wenig Alkohol. Selbst wenn wir wollten, könnten wir keine Molotow-Cocktails herstellen. Moment! Erstens, ich nehme die Flasche mit. Zweitens... Wir haben da nichts drinnen. Auf Sicherheit gehe ich lieber mit dem hier. Oh Mist, bleib zurück. Oh Mann. Ja, oh Mann. Wahrscheinlich hätten wir den auch umgehen können. Aber mit den ganzen Sachen, die es hier gibt, ist mir das schon lieber. Ein Stein da oben.
War ich? Habe ich da schon nachgeschaut? Ich gehe da lieber mal hoch. Ist noch eine Flasche. Hier oben. Nee. Nee, nee, geht nix. Ah, der ist direkt unter uns. Den hören wir nicht. Den sehen wir nicht, den hören wir nicht. Wenn etwas unter uns ist, sind wir am Arsch. Ich gehe trotzdem nochmal lieber die Treppe, weil am Ende hört uns der und dann sind wir am Arsch. Dann sind wir aber wirklich am Arsch. So, da laden wir nach. Es ist ja immer nur Einzelschuss. Na gut. Wie viel haben wir in der anderen? Weniger. Ist die andere zumindest durchgeladen? Nein. Gut, dann würde ich aber auch sagen, beende ich hier die Folge. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us. Tschüss.